immer nur mit Mädchen zusammen zu sein. Da hast du vielleicht recht. Deine Schule würde mir gefallen. Was? Meine Schule? Worüber denkst du denn nach? Bist du etwa dagegen, dass ich auch auf deine Schule gehe? Sag schon, Masato. Großartig, danke, Masato. Es ist noch zu früh, um sich zu freuen. Du musst erstmal die Aufnahmeprüfung bestehen. Mach dir keine Sorgen. Du hast sie bestanden, also werde ich sie auch bestehen. Miyuki, warte, ich mache das. Ich werde dir bei der Hausarbeit helfen, damit du lernen kannst. Die Aufnahmeprüfung ist schwerer, als du denkst. Oh. Ich wusste gar nicht, dass ich so stark bin. Was machst du da? Ich koche. Ich habe dir doch gesagt, dass ich dir die Hausarbeit abnehmen werde. Aber... Geh besser lernen. Du zwingst mich zum Lernen, du Tyrann. Ich bin kein Tyrann, aber ich... Also geh auf dein Zimmer und lerne weiter. Ja. Mist, daneben. Was? Ach, nichts. Schon fertig? Hat lange gedauert. Wieso? Ist niemand zu Hause? Ich wimmel ihn ab. Weißt du, man muss nicht immer Fleisch essen. Hervorragend. Mit dir wird man zum Vegetarier. Geh du nur wieder lernen. Ich spüle inzwischen ab. Ich musste feststellen, dass die Hausarbeit nicht ganz so einfach ist, wie man es sich oft vorstellt. Ich bring dir eine Tasse Kaffee. Was machst du? Hast du schon wieder aufgehört zu lernen? Darf ich mir nicht mal einen Schlafanzug anziehen? Ach was, du wolltest schlafen gehen? Wenn du nicht büffelst, wirst du die Prüfung nie bestehen. Ich fühle mich im Schlafanzug einfach wohler. So, und jetzt werde ich noch ein bisschen weiter lernen. Wenn du etwas nicht verstehst, kannst du mich fragen. Danke. Wenn du irgendetwas nicht kapierst, dann frag mich. Und lerne nicht zu lange. Gute Nacht. Gute Nacht, Masato. Boah, furchtbar. Warum ist das Kissen so flach? Sie sind weg. Ich bin überrascht, dass sie solche Hefte liest. Ich brauche unbedingt etwas unter mein Kissen. Es würde mich nicht wundern, wenn dir diese Zeitungen auch gefallen. Oh, die Hefte hat er wohl von Vater.
Die Hefte hat sie bestimmt von Vater. Heute ist der große Tag. Miyuki hat ihre Aufnahmeprüfung. Hast du deine Stifte? Ein Lineal? Hast du Taschentücher dabei? Nur keine Panik. Ich bin kein Kind mehr, Masato. Ich weiß. Hallo, Miyuki. Oh, hallo, Miyuki. Ich wünsche dir viel Glück. Vielen Dank. Findest du sie nicht auch wahnsinnig nett? Ich drück dir die Daumen, du schaffst es. Hi, Miyuki, ich begleite dich. Hi, Ryuji. Ich schreibe die Prüfung im Direktorat. Ich weiß, wo das Direktorat ist. Herein. Wie heißt du? Miyuki Wakamatsu und ich möchte die Aufnahmeprüfung machen. Sag mal, Miyuki. Ja? Wie alt bist du denn? Ich bin fast 17. Sehr schön, also 17 bist du. Noch ledig? Natürlich. Ich bin Mitte 30 und auch noch ledig. Wenn sich zwei Menschen lieben, spielt das Alter keine Rolle. Entschuldigen Sie, dass Sie warten mussten. Ich werde Sie den anderen Lehrern vorstellen. Kommen Sie. Ja. Bis später. Und wer bist du? Ich möchte die Aufnahmeprüfung machen. Ich heiße Wakamatsu. Miyuki mit Vornamen. Ich verstehe. Es wird noch einige Minuten dauern, bis dein Prüfer, dein Lehrer kommt. Ja. Bis später, Miyuki. Ich bin glücklich, in dieser Schule zu arbeiten. Miyuki! Miyuki, wie lief's denn? Ach, gar nicht mal so schlecht. Wann weißt du, ob du bestanden hast? Sie werden es mir morgen mitteilen. Morgen erst? Unglaublich. Ich gehe sofort zum Direktorat und frage, ob sie bestanden haben. Nein, du gehst nicht! Miyuki! Wiedersehen! Wiedersehen! Wiedersehen, leb wohl! Wer zum Teufel ist das? Keine Ahnung. Herr Lehrer, hat sie bestanden? Sie sind gerade mit der Korrektur fertig geworden. Und, wie war das Ergebnis? Ich bin überrascht. Sie hat in 4 von 5 Fächern eine 1. Im Englisch, Mathematik, Physik und Sozialkunde. Sie hat 492 von 500 Punkten erreicht. Oh, sie hat 492 von 500 Punkten erreicht. Ist ja irre. Ehrlich gesagt muss ich zugeben, dass alle Lehrer sehr überrascht waren. Du kannst dir sagen, dass sie bestanden hat. Oh, vielen Dank. Ich werde es ihr gleich sagen. Sei vorsichtig und pass auf, dass du auf dem glatten Boden nicht hinfällst. Willkommen, Miyuki. Du hast die Aufnahmeprüfung bestanden. Oh, du meinst, ich hab... Ja. In 5 Fächern hast du 4-mal die 1. Miyuki. Miyuki, was ist? Glaubst du es etwa nicht? Ich war mir nicht sicher. Ich habe bei Prüfungen immer ein ungutes Gefühl. Aber du hast doch lauter Einser geschrieben. Oh. Schwesterchen. Oh. Herzlichen Glückwunsch, Miyuki. Ich freue mich, dass du bestanden hast. Ich bin stolz auf dich. Endlich kommst du in unsere Schule. Freu dich drauf. Ja, du bist toll, Miyuki. Ganz große Klasse, Miyuki. Bravo!
Masato, ich muss jetzt aufs Standesamt gehen. Aufs Standesamt? Ja, ich brauche meine Geburtsurkunde für die Schuleinschreibung. Ach so. Wenn ich zurückkomme, mache ich uns das Essen. Geburtsurkunde?